Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Plants vs. Zombies 2, It's About Time. So, wir starten direkt mit Level 20 und schauen mal, was uns hier erwartet in der fernen Zukunft. Levelziele. Überlebe und schütze die bedrohten Pflanzen. Und wir kriegen die Sternfrucht, die kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Ist hier eine Premiumfrucht, Premiumfrucht, Premiumpflanze. Okay, wir haben wieder viele Maschinen, wir müssen die schützen. Das könnten wir natürlich mit der normalen Nuss tun. Oder mit dieser tollen Endlos. Nee. Wie heißt die? Unendnuss, genau. Nicht Endlosnuss. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall hier, um die Maschinen lahmzulegen. Vielleicht noch so eine Laserbohne. Und dann haben wir noch so kleines Gedöns. Vielleicht noch was Günstiges, was man am Anfang schnell... Ach ja, auf jeden Fall hier so Feuer. Damit kann man die auch gut schützen. Stacheln. Stacheln. Wie wär's denn mal mit so einer Chili-Bohne? Die ist günstig. Und... jetzt vielleicht noch ein... für den Notfall noch sowas. Dann habe ich aber nicht so viel Angriff. Naja, wir gucken mal, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob diese Roboterpflanzen auch eine Chili-Bohne fressen können. Weiß ich nicht, ob ich das schon mal ausprobiert habe. So, die setzen wir jetzt nicht nach ganz da hinten, denn die brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, Sternfrucht greift er jetzt an. Sollte also... okay. Mach mal direkt was langsamer. Hier kommt so eine Pylone. Du kannst das ja mal fressen. Und der Rest sollte ja eigentlich... Genau, die sterben schon mal schön. Okay, jetzt kommt hier schon der. Dann machen wir das doch direkt mal so. Ich habe ja Spezialdünger. Und dann setzen wir dahinter noch... Achso, okay, wir bräuchten natürlich eine Laserbohne um den. Ich hoffe, das klappt, dass der so weit schießt. Roboter-Schwarm. Ach, die Mini, okay. Das war jetzt gut, dass ich eine Cherry Bomb hatte. Da kommt schon wieder so ein Ding. Okay, wir setzen hier mal eine Laserbohne hin. Ich kann den dann schon mal kaputt schießen, hoffentlich. Ich könnte den natürlich auch außer Gefecht setzen, aber solange hier noch meine Wand oben ist, ich hoffe, die hält noch was länger. Wieder Roboterschwarm. Ah, jetzt habe ich gerade was gepflanzt. Können die das hier auch fressen? Probieren wir das mal aus. Warum kommen denn da so viele? Nein, der frisst da unten schon wieder. Ah, das trifft leider die kleinen Roboterschwärme nicht da hinten. Und wie es aussieht, hat der nicht die Chili-Bohne gefressen. Ja, gut. Ein guter Start. nicht wirklich. Okay, wie mache ich das denn jetzt am besten? Brauche ich nochmal Verstärkung? Ich weiß aber nicht, was ich für Verstärkung habe, die mir hier helfen könnte. Ich werde mal kurz nicht da reingehen. Wollte in den Zen-Garten. Okay, also Roboterschwärme, die sind echt gemein. Und dann bin ich immer abgelenkt und dann... In der Zeit ist da vorne dann schon Chaos. Und sie fressen meine Sternfrucht. So... das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich. Einfrieren wäre vielleicht ganz cool. Dann kann ich immer direkt alle einfrieren. Und es kostet nichts. Ja. Okay, nehmen wir die mal mit. Der Rest. Ich könnte die natürlich auch alle mit dem Mangoldmangler zurückstoßen, anstatt diese Nuss zu pflanzen. Aber so viel Sonnenlicht habe ich ja gar nicht. Okay. Ja, also Verstärkung ist hier nicht so super. Okay, das mit der Chili, das war jetzt nicht so eine dumme Idee, aber hat jetzt auch nicht so viel geholfen. Anstatt der Laserbohne könnte ich natürlich auch was Günstigeres für den Angriff nehmen, aber... Oder ich nehme doch die günstige Sonnenblume und vielleicht klappt das dann besser. Ah, ich möchte doch... Okay, komm, wir machen anstatt der Chili-Bohne... Los. Das muss doch klappen.
Okay, springen wir nochmal vor. Dum, dum, dum. So. Vielleicht nicht sofort, aber gleich kann ich ja dann mal die Eiserbse aufbauen. Wieso kommt er so weit nach vorne? Okay. Vielleicht jetzt. Und dann machen wir schon mal so. Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee war. Den setzen wir außer Gefecht. Das kann ich ja auch machen. Und wir spulen mal nicht mehr vor. So, ich friere nochmal alle ein. Ah, verdammt, jetzt kommt schon der Roboter-Schwarm. Okay, aber den kann ich ja vernichten. Jetzt kommt schon die riesige Welle. Die erste kam die eben auch. Kommt dann wieder Roboter-Schwarm? So, das ist natürlich jetzt wieder schön. Wir frieren alle ein. Holla, die Waldfee. Das ist auch nötig. So, hier nochmal mehr Feuer. Und dann fange ich mal an, hier hinten auch irgendwas. Und vielleicht mehr von denen. Okay, wir machen hier eine Wand. Wir frieren alle ein. Gib mir ein bisschen Zeit. Okay, ich kann hier drei von denen kann ich besiegen. Ja, da oben noch nicht. Der wird aber von den Sternen getroffen. Ich hoffe, der geht kaputt. Das sieht gut aus. Gut. So, irgendwer knabbert, aber das ist nur an der Wand hier. Gut, gut, gut. Wir frieren einfach nochmal alle ein. Warum nicht? Wenn ich das jetzt schon habe, dann kann ich das auch benutzen, oder nicht? So, die Wand hält sehr lange, muss ich sagen. Ich bin beeindruckt. Ach, ich kann ja noch eine Sonnenblume pflanzen. Naja, erstmal alle auch mal einfrieren. Und da muss ich sagen, war in diesem Fall die Verstärkung gar keine blöde Idee. Jetzt so. Dann stellen wir mal überall so langsam. Okay, jetzt kommen wieder diese Roboter-Schwärme. Der wird eingefroren. Jetzt frieren wir auch mal ein. Dann kann da gar nichts passieren. So, und jetzt kann ich eigentlich ja fröhlich hier meinen Spezialdünger verbraten, zum Beispiel. Zum Beispiel so. Oh, die Wand ist vorbei. Das ist interessant. Ah, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu früh. Oh, oh. Man kann da auch noch so eine Nuss hin. Gut. Und hier können wir jetzt einfach mal so eine Bombe reinschmeißen. Warum nicht? Haben wir es jetzt geschafft? Wahnsinn. Ja, manchmal muss man so eine kleine Verstärkung einsetzen als Hilfe. Dann klappt das auch. So, und was haben wir nun bekommen? Eine Rasenmäher-Trophäe. Was kann das bloß bedeuten? Oh, ich glaube, ich weiß es. Rasenmäher-Start. Starte durch Tippen und Halten manuell ein Rasenmäher. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, wenn ein Zombie zu nah kommt hinten und man denkt so, okay, ich will nicht, dass er alle meine Pflanzen auffrisst, deswegen starte ich jetzt den Rasenmäher. Und vernichte dich. Und alle in der Reihe vorher. Und das kann einem schon mal das Leben retten. Du kannst dich jetzt entscheiden, ein Rasenmäher schon frühzeitig zu starten. Tippe und halte ganz einfach ein Rasenmäher, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Manchmal ist es das Strategischste, was man machen kann. Ja, habe ich ja gerade erklärt. Produziere mindestens 5000 Sonnenspiele mit höchstens 16 Pflanzen zur selben Zeit. Ach du Emini. Dann ist das auch gleich wieder so ein Gedönslevel. Okay, wieder Disco-Time. Gut, wir brauchen viel Sonnenlicht. Wie sah das Spielfeld nochmal aus? Okay, das ist sehr interessant.
Ja, gut. Dann nehmen wir heute nochmal ausnahmsweise und den. Und wir könnten ja, wir können auf jeden Fall alle wegblasen. Wir können auch was ausschalten. Wir könnten damit nochmal arbeiten, weil wir ja jetzt ganz viel Sonnenlicht sammeln müssen sowieso. Keine Laserbohne. Okay. Mal gucken, ob das klappt. Ach ja, jetzt ist die Verstärkung ja weg. Dann hätten wir nochmal in den Zen-Garten gehen müssen. Na egal. Der läuft uns ja nicht weg. Also hier kommt der erste mal wieder. Viel Sonnenlicht, das heißt, ich sollte die auch vielleicht, das war jetzt gar nicht so klug, die alle hier nach hinten zu stellen, sondern lieber auf die Powerfelder, am besten auf die roten. Beim letzten Mal musste ich, glaube ich, keine 5000, sondern nur 4000 produzieren, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es nicht mehr genau. Also du kriegst nochmal eine Mine. Also ich mache das jetzt einfach so. Ist ja egal, das muss ja nicht... Muss ja nicht symmetrisch sein. Für manche Leute schon, für mich nicht. Dann pflanze ich vielleicht die auch später wieder aus, weiß ich noch nicht. So. Dann wirst du abgeschossen. Du kriegst jetzt so ein. Da können wir dann auch noch so einen hinstellen. Da oben nochmal so. Okay, jetzt darf ich nur natürlich wieder nicht vergessen, die auch zu benutzen und damit anzugreifen. Das passiert nämlich gerne mal. Er lebt noch, okay. Wir können natürlich hier auch noch trotzdem diese hinstellen. Nicht nur am Vorspulen eigentlich. So, ich muss gucken. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte. Ich bräuchte mal ganz viel Sonnenlicht. Bam. Du gehst mir auf den Keks. Weg mit dir. So, aber ich darf natürlich nicht zu schnell machen. Ich muss ja noch Sonnenlicht sammeln. Ach komm, wir machen hier noch mehr Sonnenlicht hin. Was soll der Geiz? Ich hab's ja. So, und dann machen wir jetzt einfach nochmal so eine Sonnenlichtattacke. Nicht funktioniert. Hier wollte ich doch eben eigentlich. Warum kann ich da. Ach, ich kann nur. Ah. Ach so, ich kann keine Pflanzen mehr. Okay. Ja. So, wir haben unser Soll erfüllt. Das heißt, jetzt bräuchte ich die Sonnenblumen nicht mehr. Kann ich denn jetzt noch eine Pflanze? Ja, ich habe eine. Und damit hätten wir es dann doch auch geschafft. Ja, gut. Jetzt ein bisschen holpriger Start. Aber so ist das halt manchmal. Gut, gut. Dann gehen wir jetzt zurück zur Karte. Ach, ich hätte auch direkt von da in den Zen-Garten gehen können. Klug. Klug. So, beim nächsten Mal gibt es wieder eine Piñata und dann, ja, wie gesagt, ist nicht mehr weit bis zum Bossfight. So, du bist weg. Du warst mir eine große Hilfe. Vielen Dank dafür. Eine Chili-Bohne. Hier kommt wieder unser Freund die Biene.
Eine Stunde, nice. Okay, gut, dann war es das wieder für diese Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.